So, ich würde vielleicht sogar hingehen und quasi hier die Mauer abreißen. So als erste Deckungsmaßnahme quasi. So, dass wir ein bisschen Mauer haben. Und die Base ein klein Ticken umgestalten. Lüpti. Die Solaranlagen sind natürlich auch schön. Macht die Umweltverschmutzung? Nö. Die machen überhaupt keine Umweltverschmutzung. Das ist gut. Na gut, die Herstellung von Solarsachen, die sind natürlich auch nicht so umweltbewusst in dem Sinne. Aber natürlich ist der Nutzen nachher wiederum sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nicht, dass mir hier da gleich Viecher kommen. Tralalalala. Und zwar würde ich hier natürlich jetzt die Mauer wieder hinbauen. Das war so ein bisschen geschützt sind nach oben hin. So in der Richtung. Von mir ist auch gerne eine Doppelmauer. Moment, komme ich von hier aus da ran? Jawohl. Gut, wir kommen jetzt zwar erstmal nicht mehr nach oben. Achso, ja. Nip. Okay, da geht's nicht. Ich guck mal auf der anderen Seite, weil es so ein bisschen dumm, dass man hier teilweise natürlich auch über die Teile kann. Wie viele Mauerstücke habe ich denn noch? Wenn ich dich gerade sehen würde. Das steht zwar am Cursor, aber mein Cursor ist übrigens selbst gemacht. Und zwar nervt es mich immer so, dass die Cursor alle so klein sind. Und ja. Es gibt irgendwie keine Cursor, die mal richtig groß und schön sind in dem Sinne, dass man sagen würde, hey, ich sehe den auch. Ach so, ihr seht ihn nie gar nicht. Haha, das ist noch besser. So, aber egal. Der ist ganz normal plump weiß. Bö. Toll, richtig einfallsreich. Nee, ich habe ihn einfach nur mal auf maximale Größe quasi hochgepimpt. Klar, es gibt zwar größere, aber die sind alle noch so ein bisschen arg klein gemacht. Jedenfalls habe ich mal so eine Website irgendwo gefunden und dachte mir, jo, kann man ja mal machen. So, also der hier, sichtbare Leistung. Also irgendwie kommt mir das ein bisschen spanisch vor, dass die überhaupt nicht groß was produzieren. Vor allem, dass der Eingang hier oben ist. Das ist auch so ein bisschen, naja, egal. Tralala, man könnte ja hier zum Beispiel das abreißen, die schöne Mauer und, na? Machst du mit, das wäre toll. Und quasi das Ganze mal in eins gießen, so ungefähr. Allerdings hoffe ich natürlich, dass da oben die Sperre so ein bisschen aufhält. Und dementsprechend wir hier unten gar nicht so extreme Sachen benötigen, wie halt Mauern und Tralala. So, dann machen wir hier den Eingang ein bisschen schmaler. Okay, das reicht ja. Gut, nach oben hin sind wir immer noch relativ ungedeckt. Und die Dinger machen natürlich eine schöne Umweltverschmutzung. Ja, doch, er macht Leistung. Also ein bisschen drehen und tuckern tut er. So. Vor allem dieser Weg nach unten und dass wir so extrem frei nach unten noch sind und hier nach oben schräg. Das ist noch so ein bisschen sehr störerisch. Aber na gut. Ich glaube, die Base können wir nicht so ganz monstermäßig abschotten. Ja, das ist halt der Tralala. Nee, in die Richtung. Dann nehmen wir erstmal die Platten auf. So, ja. Also grundlegend, wir stellen schon mal was ein bisschen her. Ein paar Plättchen und so. Richtig sicher fühle ich mich immer noch nicht. Aber wir machen jetzt auch noch nicht die Monster-Mega-Umweltverschmutzung. Von daher werden die Viecher, hoffe ich, nicht allzu unnett werden. So. Jetzt haben wir hier schon eine Fabrik. Das ist ja toll. Allerdings, ja. Wie bauen wir die hier direkt neben? Könnten wir erstmal tun. So, dass wir mit einem Knickarm quasi die Platten aufgreifen können. Und hier ist kein Strom. Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Und da wieder ablassen, das ginge theoretisch. Erstmal, habe ich den jetzt auch so rumgebaut gehabt? Nee, siehst du. Ha! Gut, wenn man Fehler gleich erkennt. So, dann müsste der allerdings so gebaut sein, dass er hier nicht eingreifen will, also quasi abgreifen. Oh, warte mal, wenn ich das hier weglasse, kommt der Arm da trotzdem ran? Das ist die Frage der Fragen. So, dass wir hier quasi rauskommen aus der Fabrik. Und dann sollte das gehen. Weil wir müssen mal gucken, ob man mit diesem größeren Armen auch größer ablegen kann. Weil er scheint über das erste Band hinüber zu greifen auf das zweite. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, jetzt sage ich dieser Fabrik überhaupt erstmal, dass sie bitte Munition produzieren soll. Jawohl. So, jetzt würde ich hier gerne mal so einen kleinen Überblick haben. Das ist hier aber auch riesig. Also ich würde schon irgendwo hier lang abschotten. Naja, vor allem hier hinter dem Teich quasi können ja auch die Viecher kommen. Also es ist so, ja, ziemlich auch ein Präsentierteller, muss ich mal sagen. Was hier so das Vordere angeht. Da haben wir nicht so eine schöne kleine Nische wie da oben quasi, dass wir hingehen können und sagen, ha, durch die Nische müssen sie wahrscheinlich durch. Und dementsprechend, ja, ist es dann natürlich so, dass wir Dings machen. Warte mal, wenn ich den jetzt hier so nehme, ich drück mal Alt, dann sehe ich auch was. So, gucken, wenn ich den jetzt ersetze durch den. Der legt es auch gleich hier hinten ab. Das ist gut. Weil dann können wir nämlich das Fließband so machen, dass wir möglichst das hier weiterlaufen lassen können. So in der Richtung. Ohne dass es quasi auf das Band läuft. Ah, Wunderbärchen. Ah, das gefällt mir mit den größeren Knickarmen. Das hätten wir am Anfang vielleicht auch mal machen sollen. So, jetzt werde ich allerdings das hier wahrscheinlich auch umbauen. Diese schöne Front. Und wir sollten noch ein paar Reparaturkits und so bauen. Lululululu. Ich hoffe, jetzt kommen keine Viecher. Weil, ja gut, ich werde mal so gucken. Das, ja, aber irgendwie muss ich so eine Front hinkriegen. Ich würde sagen hier, dass wir die Ressourcen quasi möglichst mitnehmen. Und, ja, die Bahn auch nochmal so geschützt irgendwie. Vor allem, das wird ein Spaß, nachzubauen. Boah, ich freue mich jetzt schon. So, jetzt hätten wir nach dahin. Super. Toll, freut mir. Und dann hätte ich noch ein paar MG-Geschütze, bitte. Und ein paar mehr. So, wir stellen noch ein bisschen Munition her. Und dann stellen wir hier schon mal eins auf, oder? Obwohl, ich weiß nicht, die haben ja eine relativ große Reichweite. Aber das Problem ist jetzt. Ja, doch, das passt dahinter. Da brauchen wir noch eins und da brauchen wir noch eins. Minimum. Dass wir die automatisch nachfüllen können. So. Jetzt haben wir hier eine kleine Ratatouille-Front. Und jetzt müssten wir hier auch so 10 Stück erstmal reintun. Sodele. Ich weiß nicht, ob das Ganze funktionieren wird, so wie ich mir das alles erhoffe und erdenke. Logischerweise, ich spiele es ja blind in dem Sinne, weil ich habe die Mission hier noch nie gespielt. Und ja, hoffe mal, dass ich das irgendwie hinkriege, gedeichselt. Und nicht so viel failen werde, aber ich denke mal, die ersten Missionen sollten nicht so extremst haarsträubend schwierig sein. Dass man jetzt sagt, oh my goodness, ich komme da nicht lang oder irgendwas. So, 1, 2, 3, bumm. Und setz mal dich hier auch noch hin. So, du solltest schnellst Munition kriegen. Ich weiß auch nicht, ob die Viecher uns noch gesonnen sind und
der Wind muss ja nur mal drehen und schon ruckzuck hat man das Problem, dass die Viecher auf einmal aktiv werden. Und so sagen, hey, yay, lass uns doch mal hier eine Welle angreifen. Und dann hat man richtig Probleme. So, hier unten geht es noch lang mit dem Zug. Oh Mann, das ist aber... So, hier die Zug. 1, 2, 3. So würde ich es ungefähr bauen. Das war... Ja, halbwegs das Ganze hinkriegen. So. Oh, wir haben 100 Schuss. Das ist gut. Ja, dann machen wir hier mal 15. Weil ich denke, von hier unten werden sie wahrscheinlich eh mehr angreifen, wenn... So, sind wir immer noch nach rechts total nackig, aber naja, schauen wir mal. Vor allem müssten wir hier noch mehr Platten nehmen und Geschütztürme herstellen. Ich weiß gar nicht, ob das Teil zum Beispiel Geschütztürme herstellen könnte. Was brauchen wir denn dafür? Zahnräder, wir brauchen Kupfer, wir brauchen Eisenplatten. Ah, das ist nicht gut. Also Eisenplatten haben wir ja ein paar. Aber dadurch, dass wir Zahnräder und Kupfer schon mal brauchen, gut, Kupfer liegt vor Haustür in dem Sinne. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel unser Vorrat an Kupfer ist. Aber da müssen wir mal schauen, dass wir da relativ schnell hinkommen. Dass wir das wiederum abbauen können. Naja, Kupferplatten haben wir nicht allzu viele. Nur möchte ich jetzt hier erstmal ein bisschen so Sicherheit reinbringen. Lalalalalala. So, das war hier in der Richtung abbauen, also hinbauen besser gesagt. 3, 4. So, bop, bop, bop. Komm, mach ein bisschen hinne. Das wäre toll. Oh, so, da haben wir den ersten Turm. Das war 1, 2, 3 ungefähr berechnet. Und hier müssen wir quasi eine Art Tor bauen. 1, 2, 3. Ja, nee. 1, 2, 3, das war halt so ein bisschen auch mit dem Zug nachher da langkommen. Möglichst. Ich weiß nicht, inwiefern wir in die Richtung müssen, aber naja. Da unten sind ja richtig viele schöne fiese Viecher. Ich mag keine fiesen Viecher. Wer mag die schon? So. Dann hätten wir auch wieder Zähne. Jetzt haben wir da ein bisschen was. Naja, viel ist nicht. Ah ja, da kann ich auch noch einen hinpacken. Das ist gut. In die Reihe. Sodele. Dass wir so ein ganz klein bisschen grundmäßig geschützt sind. Vor allem, wir müssen auch noch nach oben hin hier irgendwie einen Schutzwall bringen. Oh Mann. Ihr seht schon, das wird eine Menge lange, viele Arbeit. Aber na gut, ich hoffe, sie lohnt sich auch. Ja, theoretisch könnte man die Öfen auch hier oben hinstellen, ne? Naja, gut. Man kann natürlich alles immer optimieren und verbessern, aber ja, erstmal lassen wir es so laufen, wie es ist. Und schauen einmal. So, jetzt haben wir hier natürlich nicht viel. Vielleicht werde ich das hier auch erstmal abreißen. Das nochmal aufheben hier. Und wir hatten ja hier diese komische kaputte Kiste. Was ist die überhaupt? Eine Eisenkiste. Ja, da passt was rein. So, dass wir hier erstmal das Ganze in die Kiste schmeißen lassen. Und dann sollte das erstmal soweit gut gehen. So, das können wir jetzt nicht mehr momentan produzieren. Wir haben einen Geschwindigkeitsdingen. Okay, kann man die eigentlich in die Öfen packen? Nee. Also sprich, dass der Ofen schneller wird. Aber ich glaube, da gibt es verschiedenste Öfen für. Dass das schneller vorangeht. Ich wundere mich gerade so ein bisschen. Warte mal, das Band. Ach so, das ist ein Band, was quasi die gebrannten Sachen rausschmeißt. Okay, es wäre vielleicht sinnig, wenn wir hier vielleicht hingehen würden und das Ganze doch mal ja, irgendwie verbinden oder so. Also von zwei Bändern auf ein Band fließen lassen, ist nicht die Kunst. Das geht recht schnell und einfach und so. Und so, jetzt mache ich mal einen Bandteiler. Das ist mal was ganz anderes. Jetzt werde ich mich das hier mal kurz abreißen, ein Stück. So. Und ja,